Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die Kettekleidung aus den Tiefen und das ist das, was ich gefunden habe. Wir gehen das jetzt Stück für Stück durch. Als erstes machen wir wieder die grauen Sachen. Da ziehe ich die Sets direkt komplett an. Da haben wir einmal das laminierte Set. Na, das kennen wir ja auch schon. Da fehlen uns leider die Stiefel. Na, das ist das mit dem Bauch frei. Man sieht hier die ganzen Musterungen, die ganzen Kettenplatten und das Stirnband. Na, schöne kurze Brust, aber sehr stimmig. Dann haben wir das dicke Set. Da fehlen uns mehrere Sachen. Da fehlen uns die Armschienen, die Hose und die Schuhe. Aber wir ziehen das Ganze mal an, was ich habe. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Farbe, kleinere Musterung, aber auch sehr hübsch. Ich finde nur, der Helm passt so nicht ganz da rein. So, dann fangen wir mal an. Wir haben das Adelsset. Entschuldigung. Da haben wir einmal hier die Krone, vorne mit dem Zeichen. Dann haben wir hier die Schultern, ne? So diese Doppelplatten. Flach. Dann haben wir hier diese leuchtende Brustplatte. Die gibt es auch in Rot. Hier haben wir sie in Gelb. Ne? Hier die Armschienen, hier sind die Hände. Dann haben wir halt so einen leichten Glanzeffekt. Hier sind die Hosen und die Schuhe. In den Hosen sieht man halt das Chaps, ne? Hier hinten auch die Kniekehlen frei, hier vorne auch frei. Und ich glaube, ohne den Helm sieht das eigentlich ganz nett aus. Vielleicht die Schulter noch weg. Muss man halt jeder für sich entscheiden, ne? So, dann haben wir Teile vom Kriegstreiber-Set. Da haben wir auch wieder dieses Stirnband. Dann haben wir die Schultern. Ja, da gehen wir jetzt eher in so ein bisschen braun-schwarz. Da haben wir die Brust. Da seht ihr es auch wieder, da sind die schwarzen Streifen. Hinten ist es rot. Hier auf der Brust die Verzierung. Da haben wir auch die Armschienen. Hände und der Gürtel fehlen. Aber wir haben diesmal die Hose. Hier, ne? Da haben wir auch wieder, das Höschen hat auch wieder die Lederstreifen. Und auch auf den Knien. Da sind die Stiefel, die haben das auch nochmal. Das ist auch nochmal ein sehr wildes Set. Von der Musterung her, ne? So, dann haben wir Teile vom verschnörkelten Set. Da habe ich einmal die Schultern. Die sind sehr massiv, wie ich finde. Dann haben wir die Armschienen. Die sind dafür sehr klein. Die kann man theoretisch auch gut nur als Armschienen tragen, ne? Die Brust fehlt leider. Ne? Dann haben wir hier die Hände. Ich ziehe den Rest mal kurz an. Genau, das hier ist der ganz schmale Gürtel. Das ist nur dieses Band und hier die Musterung. Hier haben wir die Hose. Ja, das ist ja hier die weiße Hose und hier vorne die Platten drauf. Und dann haben wir hier noch die Stiefel, die das Ganze abschließen. Ja, ich finde das mit dem Weiß-Gelb eigentlich sehr hübsch. Man hat hier halt diese Hotpants und dann hier vorne die Platten. So ein bisschen Untergewebe. Ja, und dann passende Brust dazu, ist schon ein schönes Set. Dann haben wir das Ebenholz-Set. Ja, da haben wir jetzt diesen großen, klobigen Helm und halt auch die dunklen Schultern. Dann gucken wir uns mal das Oberteil an. Wie ihr sehen könnt, auch ein sehr knappes Oberteil in Schwarz. Dann haben wir hier die Armschienen, die haben das gleiche Muster. Dann haben wir hier den Gürtel und die Hose. Na, wie ihr sehen könnt, auch wieder die Hose. Sieht immer aus, als hätten wir Chaps an. Und hier sind die Stiefel. Also dieses Set würde ich halt wirklich, wenn, ohne Schulter und Helm tragen. Na. So. Dann haben wir Teile vom Kreuzfahrer-Set. Da habe ich auch den Helm, die Schultern, die Brust. Na, hier auch mit dem Einsatz. Dann haben wir hier die Armschienen. Hier, also ist im Prinzip das gleiche, nur in hell. Da könnt ihr euch vorstellen, halt, wie der Rest ausgesehen hat. Weil da haben wir außer den Armschienen alles. Ist eigentlich ganz hübsch, aber ich finde das Dunkle schöner. Ich weiß nicht, wie es. Könnt mir ja mal reinschreiben, was ihr besser findet, das Helle oder das Dunkle. So, dann habe ich vom Schwarzschmiedeset zwei Teile. Einmal die Schultern, die sehen halt schon massiv aus. Und wir haben die Hose. Na, das ist, glaube ich, ein geschlossenes Set. Komplett mit diesem Muster. Dann haben wir Teile vom gravierten Set. Da habe ich einmal die Schultern.
Das sind wieder flache Schultern, ne? Diesmal rot. Leider keine Brust, keine Beine. Aber wir ziehen den Rest mal an. Da haben wir das hier auch, aber es ist diesmal halt in so einem Flammrot-Orange. Na, und dann ist der Rest auch wieder Platte, auch sehr knapp wieder. Dann haben wir Teile vom Myrmidonen-Set. Einmal die Schultern, na, mit dem orangenen Streifen, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier die Hände, Hose und Stiefel. Das hatten wir schon, ne? Wie ihr sehen könnt. Gibt es halt auch immer mehrere Ausführungen von. Dann haben wir Champions-Ausrüstung. Genau, hier seht ihr das mit den Schuppen. Das ist komplett geschlossen. Und da die andere Hose mit den Schuppen gehört darunter. Ja. Es gibt halt nicht nur dieses Newt-Equip. So, und dann haben wir noch Quecksilber-Schienbeinschützer. Das sind hier diese knallroten Stiefel. Wir haben in der Mitte noch so ein anderes Muster und hier unten Fell. Und wir haben noch die Brigade-Gamaschen. No, das ist hier dieses rote Set. Da gibt es auch, glaube ich, eine kurze Brustplatte zu. Wie ihr sehen könnt, die Hose ist auch ziemlich tief geschnitten. Ja, da haben wir leider diesmal nicht alles von gefunden. So, jetzt kommen nur noch die Platte-Sachen. Die sehen wir uns im nächsten Video an. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffentlich bis bald. Tschüss.